gefilmt. Aber von den Leuten, die vielleicht diesen Sender abonniert haben, wäre es ja schon hilfreich, etwas zu. Die Post kommt, wir haben hier unten eine Kamera an. Na, um Gottes Willen, nicht hierher kommen. Wir haben eine Kamera an. Ja. Ja. Sonst kann man die Post gleich. Nein, nicht, dass die Post sagt, sie will nicht aufs Band oder so. Will ich eigentlich nicht. So, ja. Aber das ist ja vorbildlich. Habt ihr eine Luftpumpe oder so? Eine Puftlumpe, ja. Wollen wir die Post sponsoren? Drei Stück. Dennis, du kannst doch mal. Das wäre eine gelbe Luftpumpe, die passt ja zu euch. Hier. Eine Postpumpe. Darf ich dann nochmal zurückkommen, falls du mich auf der Rücktür nochmal die Luft verlässt? Dass ich zumindest. Na, ausnahmsweise. Mach mir noch ein bisschen offen. Ich glaube, wir sind heute noch einen Moment da. Oder so. Jetzt kommt doch die Post vorbei. Wir sponsern die Post, wir sponsern die BSR. Andersrum könnt ihr uns natürlich genauso sponsern. Was? Ja, na, für die Post haben wir schon öfter mal was repariert. Tatsächlich. Da ist die Luft raus. Ja, sollen wir Werbung machen? Ja oder nein? Tatsächlich. Ja. Und wenn ja, wie soll die Werbung eurer Meinung nach aussehen? Das war erstmal jetzt. Jetzt machen wir gleich weiter mit dem Steuersatz. Ich ende mit den Gedanken am Samstag. Post-Sponsor-Video. Ich zahle euch ja was dafür. Ich komme wieder. Wir haben ja schon die Kollegen auch schon repariert. So ist es nicht. Ja, der hat nur gesagt, ihr seid nett. Weil ich gesagt habe, auf dem Weg zu dir. Bitte, nach vorne, nach hinten. Mit Raffi Töcke. Ja, fragt doch die Leute von der Post, die kennen sich aus. Tja, da ein Rad von der Post. Die gute Frau muss weiter. Wie viel hast du denn noch heute? Eigentlich voll fertig, bis ich den Kollegen helfen wollte und das passierte. So. Undank ist der Weltenlohn, den passt ja nicht so richtig dazu, aber. Na, eigentlich hast du ja alles richtig gemacht. Nee, war zu nett. So. Nee, na, zu nett kann man nicht sein. Wisst ihr genau, das ist immer Aktion, Reaktion. Genau. Du bekommst, was du brauchst und du brauchst, was du kriegst. Oder was? Und verdienen tun wir alle eine Stadt dran. Also das ist ja das Schönste an der Sache. Ja, dafür kann man aber noch in den Spiegel gucken. Machen wir Licht da hinten an. Ui, ist recht hell, ja. Na, dann hängen wir nochmal. 15er Schlüssel. Ja, aber das ist einfach. Dennis, dann darfst du mal filmen. Jo, soll ich dir noch einen Schlauch holen vorher? Ist der 26 oder 28? Sieht so total niedrig aus wie 24er gewesen. Naja, so ist es ja nicht. Lass uns mal gucken, ob wir den überhaupt da haben. 24 Zoll Schlauch. Ist aber 26. Achso, vorne. Ja. Ach, der Vorderrad ist ja kleiner. Ja. Ist aber Fahrradventil, nicht Auto. Ich weiß nicht, ob das der Poste ja alles. Die müssen dann selber wechseln in der Werkstatt nochmal. Achso, habt ihr eine Werkstatt? Ja, eine eigene Werkstatt, ja. Wir haben Fahrradmonteur. Ah, also, was? Wie? Kommt dann einfach rodern. Was? Ach, und jetzt müsste das Fahrrad stehen bleiben, bis der kommt, oder wie? Na, da stehen ja schon ein paar, so ist das nicht, aber mir wurde mal gesagt, ihr habt schon einen Vertrag. Und was machst du dann? Du läufst dann mit einer Gehhilfe durch die Gegend, oder wie? Ich habe noch mehr Räder. Ach, ihr habt mehr Räder. Eigentlich alles Schrott. Echt? Ja, das habe ich auch schon oft gehört. Aber dabei sieht es doch sehr massiv aus, oder sehr stabil. Ah, wenn sie dann funktionieren. Triebladen oder Bremse. Ihr hattet früher andere Fahrräder, wa? Die sehen so postmodern aus. War das ein Witz? So, die Reifen haben wir schon mal raus. Ach, Herrgott, Sakra. Ist das schlimm, ey. Wirklich, ey. Was ist denn aus der Post geworden? Und besteht wenigstens die Chance der Übernahme? Moment schon, wir suchen ja. Also schön. Ach, dann kann ich ja auch bei der Post anfangen. Brauche ich ein sauberes Führungszeugnis? Ja, das brauchst du gerade noch so, kriegst du hin. Du darfst nur nicken. Mit meinem Ausführlichen, glaube ich, wird das nichts. Ich glaube, der Dennis, dem ist jetzt nicht so. Na, aber er ist sehr massiv, ne? Super Ding. Also ich glaube, dann werden wir hier mal eine kleine Einlage reinzaubern, weil das hält ja nicht hier. Der ist ja total am Arsch auch. Ja, vielleicht können wir die Post als Sponsor gewinnen. Post als Sponsor! Nee, ich glaube, die haben keinen Bock auf sowas. Wieso? Weil ich einfach Glück gehabt. Lila Glück gehabt. So, jetzt legen wir das nämlich als Anti-Plattband hier mit rein. So, hast du den Mantel jetzt richtig dick.
quasi nur an einer Stelle, wo das Ventil ist, da ist ein wenig frei, aber das Risiko geben wir jetzt mal ein. Das ist das Einzige, was noch da ist. Einzige, was noch da ist. Aber ist ja auch durch Zufall genau das Richtige. Genau, das war gerade so. Das ist Vorsehung, das ist göttliche Vorsehung. Göttliche Vorsehung. Muss ich vorsehen. Naja, das ist das gute Karma, was du hast. Ne? Also hast du deinem Kollegen geholfen und deswegen. Ja, bin ich immer noch. So. Ja, gerade. Jetzt wird es natürlich ein bisschen enger hier drin. Ne? Ach, naja. Durch den dicken Schlauch wird es etwas enger. Ja, wo ist denn der Kollege? Was macht denn der? Also, ich meine jetzt, der eigentlich hier. Der steckt in der Sanderstraße noch. Okay. Und du bist dann sozusagen immer nur, wenn dann zu viel ist, kommst du... Na, wenn ich ein bisschen schneller bin, dann ist man... Nein, weil du meinst Springer oder so, was heißt denn das, ne? Na, Springer heißt, die haben hier... Ja, also eben genauso. Reserve halt, eben ja. 10 Euro Reserve. Wie das Rad, so der... Springer. Der Springer. Nur die Feststellmutter rein, das... Ventil rein, Kappe ab. Jetzt brauchen wir den ganzen Schlunz wieder ein. Und dann hoffen wir, dass es funktioniert. Jetzt mal hier runter. Nein, Video für Trommelbremsen, wa? Also, Trommelbremse, der Bremsanker hier oben, der muss da rein. Na, steht nach vorne. So. So, ja. Sieht man den Bremsanker da? Den von der Seite, ne? Von der anderen Seite wahrscheinlich. Oh. Ja. Wäre vielleicht besser gewesen. Da, der muss da in die Lasche oben wieder rein. Der wird erstmal nur fixiert hier. Ja, und gestern haben wir ja der Post auch die Sackkarre zurückgegeben. Das ist ja auch soweit. Da hat ja der Postfahrer hier, der Lieferant, die Sackkarre hier auf der Straße vergessen. Der Tommy hat sie gesehen, eingesammelt. Konnte er sich dann gestern wieder abholen. Oh, jetzt zeigt er sich nicht doof. So, jetzt brauchen wir den hier. Ist halt ein bisschen eng hier mit dem. Strom. Das Dynamo. Dynamo, Trommelbremse, alles. Das ist schon Luxus, das Rad, muss man schon sagen. Hat aber keinen Elektroantrieb. Nein, eben nicht, Reserve. Achso. Weil die Dinger, ja, die hätten wir hier auch nicht einspannen können. Ich glaube, die wiegen 50 Kilo oder so. Was? Bestimmt. Also, hätten wir den alten Fahrradständer genommen. Ja, der ist ja mit integriert in den. Sonst hält der wieder ja nicht. Ja, ja. Also der, man muss ja dazu sagen, der macht das ja schon jahrelang und gut. Kann man ja fast Verständnis dafür haben. Dass er jetzt wird die Bremse wieder eingehangen. Dazu spanne ich hier so ein bisschen vor. Ja, also man spannt den Hebel so vor, aushängen und so einhängen. Und dann spannt man hier oben wieder an der Stellschraube hier oben. Das muss man irgendwie schneiden. Das sieht bestimmt nicht gut aus. Aber so wird es gemacht. Ungefähr so. Ja, das ist ein ganz schön dicker Dynamo vorne, wa? Wegen der Trommelbremse haben sie ihn gleich. Achso, ja, stimmt, ja. Hat einmal so dick ist. So ist es. Jo! Jetzt übergebe ich an Dennis und ich übernehme gleichzeitig die Kamera. Boah, versuche ich irgendwie hochzukommen. Jetzt muss man noch aufgepumpt werden. Oh. Mit der gelben Jacke und der gelben Pumpe das gelbe Fahrrad von der Post. Gelb-schwarz, gelb-schwarz. Wer? Dennis? Das wird er nicht mehr. So.
So, wie viel habt ihr denn immer drauf? Oh, ich merke 4. Haben Sie immer. Vorsicht, den Mantel vorne mal ein bisschen weiten. Ja, ja, ja. Genau da. Muss der Mantel ein wenig gerichtet werden? Ja, genau, da kommt er schon. Wunderbar. Schön. Genau. Ja, der Weiterpunkt sollte der noch ein bisschen rutschen. Wie viel? Viere? Viere. Wo bist du denn jetzt? Bei Viere gleich. 3,8. Jo. Bam! Das okay. Ist die Norm. Hä? Hier sind von mir. Also ich habe da keine Ahnung, wie viel da sonst draufkommt. Ach so, du hast selber aufgepumpt. So, ja. Naja, Holz rollt ja auch besser. Eigentlich. Ja, und der Mantel hält länger, wa? Und der Mantel hält länger. So, jetzt kommt das Käppchen auf das wunderschöne Gäblach hier. Kommt dann auf. Ja, und der Mantel hält länger, natürlich, klar, weil er nicht so eingeknickt wird, eingefalzt wird. Jetzt heben wir den Klumpen runter und dann ist das Ding fertig. Und weg ist es. So. Fahrradsalon. Willst du noch mal in die Kamera winken? Nein. Willst du nicht? Okay, alles klar. Kannst du gerne abonnieren. Das würde uns ja. Sag es weiter vor allem, das ist wichtig. Ciao, ciao. 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 Ja, warte mal, wechseln wir in 17 Minuten. Sie hat 5 Euro für die Kaffeekasse gegeben. Naja, der Schlauch kostet 6. Egal, egal. Was machen wir nicht alle? Das ist Werbung. So weit ist Werbung für mich. Ja, wir müssen mal und nicht. Irgendwie versuchen zurechtzuschlagen. Schön. Ja. Nein, ich meine, so weit ist Werbung. Wenn man Werbung macht, so bei am Menschen. Ja. Nicht, wenn man Werbung macht im Netz. Ja. Aber wenn man so. Das jetzt gerade, ja. Nicht das, was nachher passiert mit zurechtschneiden und reinschneiden, das ist für mich nicht die Werbung, sondern dieses hier, was hier passiert, das ist die Werbung doch. Wenn du ein bisschen dicker wie und ein bisschen Vaseline, dann stellt man sich dann auf den Schwanz und dann kannst du, und dann wird der riesengroß. Also für alle Leute, die Mikropenis haben, hier ist die Lösung. Für 5,99 Euro jetzt zu kaufen. Weil damit wir nicht wieder rinkriegen, das Geld, was wir jetzt verlustig gemacht haben. Ja, so. Okay, das war das Sponsor-Video für die Post. Ich mache kurz aus. Und er dreht sich eine Kippe, also mache ich nochmal aus. Kein Wunder, dass Tommy pleite geht, wenn er Videos macht für Umme. Reparaturen macht für Umme. Ja, aber so ist es.